Also vor allem heute ist er relativ trüb. Wir machen uns wirklich überhaupt keine Sorgen, weil wir unser Wasser schon kennen und wissen, dass es auf jeden Fall wieder klar wird. Wir unterstützen aber unseren Teich eben dadurch, dass wir doch regelmäßig schauen, wenn unten alles voll ist mit Blättern und organischem Müll, dann saugen wir das raus. Deine Videoplattform zum Thema Schwimmteich. Natur im Garten und Wasser, das lebt. Wir haben jetzt wirklich seit Weihnachten, seit Wochen nichts gemacht, außer der Christian hat, glaube ich, vor 2-3 Wochen, bis es angefangen hat, warm zu werden, hat er nur vom Seichtbereich hinunter gekehrt in den tiefen Bereich, damit wir dann sozusagen jetzt heute die organischen Reste raussaugen können. Vielleicht noch ein kleines Dankeschön oder Rückmeldung an diejenigen von euch, die uns gesagt haben, wir sollten doch das noch im Herbst raussaugen, alles was da drinnen war. Alle, die uns das geraten haben, hatten sicherlich recht, ja, weil das sieht man jetzt an der Trübe. Aber das ist eben dieser Teebeutel-Effekt, den werden wir aber in einem anderen Video in naher Zukunft wahrscheinlich erklären. Und wir wollen euch auch darauf hinweisen, warum es notwendig ist, eine sehr lange Stange auch zu haben. Daher die Teleskopstange, die von 3,75 Meter bis 4,50 Meter oder so geht. Oder 7,50 Meter sogar. Mhm. Der Grund ist folgender. Wenn du eine Tiefe hast von 3 Metern zum Beispiel, bei uns sind es 3,5 Meter, ja? Wenn du jetzt eine Teleskopstange hast, du befestigst ja an einem Ende der Teleskopstange, befestigst du, wie hier zu sehen, die Bürste, den Sauger sozusagen. Der Schlauch ist verbunden mit der Pumpe. Pumpe saugt hier ein, dann geht es durch den Schlauch, durch die Pumpe wieder raus. So, das bedeutet, der Sauger muss natürlich bis zum Boden gehen. Wenn jetzt deine Teleskopstange nur 3,50 Meter Länge voll ausgefahren erreicht, dann hängst du sozusagen mit dem Ende der Stange an der Wasseroberfläche und wirst dir sehr, sehr schwer tun, ordentlich rauszusaugen oder bequem rauszusaugen. Daher brauchst du also eine Stange, die eine gewisse Länge hat, damit du in die Tiefe kommst und das auch von verschiedenen Seiten. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Größe deines Schwimmteichs drauf an und eben auch auf die Tiefe. Aber das ist der Grund, warum du eine sehr lange Kescherstange, Teleskopstange, was auch immer, für deine Teichpflege brauchst. Ja, das nur so nebenbei, kleiner Ausflug. Was ich die letzten Wochen beobachtet habe, ist, dass unsere Steine so richtig grüne Flecken bekommen haben. Ich habe sie immer nur von der Veranda aus beobachtet und habe auch nie reingegriffen. Aber von außen hat es immer so ausgesehen, als wäre das Staub, der sich noch dazu eher in der Mitte der Steine ansammelt und rundherum ist eher so ein, ist nichts gewesen. Ich möchte auch gerne, dass wir uns das anschauen von nahe. Seht ihr? Das ist im Prinzip dieser Staub, von dem ich immer rede. Staub sind nur tote Sedimente und er lässt sich ganz leicht entfernen. Dazu ist die kurze Stange auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Ich habe den Besen dran befestigt und mit dieser kurzen Stange, da nehme ich sogar von der kurzen Stange nur den einen Teil, weil das ist ganz leicht. Und damit kann ich jetzt sehr gut, hoffentlich, diesen Dreck runterkehren. Und natürlich trübt mir der jetzt das Wasser ziemlich ein. Aber ich weiß, dass es Sedimente sind. Ich weiß, das Ganze setzt sich jetzt innerhalb der nächsten Stunden ab. Und wir können es dann einfach gut wieder raussaugen.
Ah, und noch etwas. Es versteht sich von selbst, wenn ihr das beobachtet. Ich habe schon oft gesagt, diese Belege auf den Steinen und so, die sind phasenweise sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn ihr sozusagen einen Zeitpunkt erwischt, so wie ich heute, dass das so leicht geht, dann bitte macht es auch. Denn es kommen dann, wenn ich das jetzt liegen lassen würde, dann bildet sich natürlich wieder dieser glitschige Biofilm, der dann wieder haftet. Und daher achte ich darauf, jetzt, wo es so leicht geht, dass ich meine Steine schön runterkehre. Ich meine, es ist, glaube ich, heuer unser Jahr, wo wir es wieder umdrehen. Also, aber das sehen wir dann eh. Wenn ihr euch heute was mitnehmen konntet und euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Über den Teebeutel-Effekt im Teichwasser werden wir euch in Kürze mal was bringen. Vielen Dank.